Wunder dich bitte nicht, warum meine Haut heute noch röter aussieht als sonst. Ich habe eben eine Peel-Off-Maske aufgetragen, die ich eigentlich sehr gut vertragen habe. Ich habe sie sehr gut von meiner Haut bekommen, ohne zu weinen. Aber irgendwie sagt meine Haut nein. Und man sieht jetzt ganz schön, wo ich sie aufgetragen habe und wo nicht. Ja, keine Ahnung. Aber ich schmeck mich ja jetzt, also egal. Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Diesmal mit dem vermissten Fall und Mord von Alexis Murphy. Falls du neu bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem Wahnverbrechen und mache da mal mein Make-up, um mich von dem Fall ein bisschen zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an Wahnverbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal. Ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Dieser Fall wurde mir von der lieben Judith vorgeschlagen und er ist anders als die meisten Fälle, die ich sonst so behandle. Diesmal gibt es keinen großen Hintergrund zu dem Täter und das Opfer steht im Vordergrund, was natürlich gut und richtig ist, aber das macht es viel schlimmer. Wenn ich über die ätzenden Mörder oder Täter sprechen kann, dann fällt es mir einfacher, aber die Opfer, das kann einen wirklich fertig machen. Aber ich versuche wieder mein Bestes, damit wir gut durch diesen Fall kommen. Heute geht es um den vermissten Fall und Mord an der 17-jährigen Alexis Murphy. Alexis wurde am 5. Juni 1996 in Charlottesville in Virginia geboren. Sie war ein zauberhaftes Kind. Lieb, brav, rücksichtsvoll. In ihrer Gegenwart fühlte man sich immer willkommen und gemocht. Sie war das Kind, welches mit anderen sprach, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte. Sie hatte drei Brüder, Avery, Cameron und Noah. Und natürlich nervten sie sich gegenseitig, wie Geschwister das halt nun mal machen. Aber wenn Alexis anfing zu lachen, steckte sie damit alle an. Sie ging auf die Nelson Country High School und war fleißig und bemühte sich in der Schule. Ihre Eltern waren sehr stolz auf sie, auch wenn sie neben ihrer ganzen Freunde viel Zeit an ihrem Handy verbrachte. Sie hatte sich ein extra langes Ladekabel besorgt, was sie immer hinter sich herschleifte. Dafür wurde sie von ihrer Familie natürlich aufgezogen. In der Schule war sie die Kapitänin ihrer Volleyballmannschaft und sie hatte auch gehofft, später auf der Universität Volleyball spielen zu können und vielleicht auch ein Stipendium zu bekommen. Aber wenn man sich bei ihr das Herz ausschüttete und über seine Probleme sprechen wollte, dann hörte sie immer aufmerksam zu und gab immer gute und nie abwertende Ratschläge. Sie war ein sehr warmherziges Mädchen und eine wirklich gute Freundin. Zudem war sie wunderschön und ich finde, über die Bilder sieht man, was für eine Wärme sie ausstrahlt. Am 3. August 2013 fuhr Alexis mit dem Auto von ihrem Vater ins ungefähr 30 Meilen entfernte Lynchburg, um sich dort die Haare machen zu lassen. Sie hatte dort einen Friseurtermin, weil sie für die Bilder fürs Jahrbuch natürlich besonders gut aussehen wollte. Okay, auf einigen Seiten stand, dass sie einen Friseurtermin hatte, auch bezüglich auf ihre Twitter-Posts. Auf anderen Seiten stand, dass sie lediglich sich Hair-Extensions kaufen wollte und der Friseurtermin später gewesen wäre. Auf jeden Fall fuhr sie wegen ihrer Haare nach Lynchburg. Sie war sehr aktiv in den sozialen Medien und hatte, ich glaube, auf Twitter 11.000 Follower. Die hielt sie mit regelmäßigen Tweets über sich, über ihr Leben, über Sachen, die sie gekauft hatte, was man halt so macht, auf den Laufenden. Gegen 17.04 Uhr postete sie auf Twitter, dass sie, also ungefähr sowas, dass sie halt auf dem Weg zu ihrem Friseurtermin sei. Und gegen 17.40 Uhr schrieb sie, dass sie jetzt wohl gleich an der Reihe wäre. Danach wollte sie sich noch mit einem Mann oder einem Jungen treffen. Davon hatte sie ihren Eltern allerdings nichts erzählt und konnte die Nachrichten aber dank des Netzbetreibers wiederherstellen. Allerdings hatte sie dem jungen Mann nicht mehr geantwortet. Sie hat ihn geghostet und es kam nicht zu diesem Treffen. Vielleicht hat sie kalte Füße bekommen, ich weiß es nicht. Gegen 19.15 Uhr wurde sie an einer Tankstelle in der Nähe von ihrem Zuhause gesehen, in Lovingston. Das liegt ungefähr 2 bis 3 Meilen entfernt von ihrem Zuhause. An dieser Tankstelle trafen sich auch regelmäßig die Jugendlichen. Zur gleichen Zeit hielt sich an dieser Tankstelle auch Randy Allen Tyler auf. Dieser sah Alexis und hielt ihr sogar die Ladentür auf. Es sah nicht so aus, als würden die beiden sich kennen. Und laut Mitarbeiter der Tankstelle unterhielten sich Alexis und Randy draußen auf dem Parkplatz der Tankstelle miteinander, bevor sie in ihr jeweiliges Auto stiegen und Richtung Norden die Tankstelle verließen, auf der US 29. Diese Hauptstraße oder
was es auch ist, vielleicht ist es auch eine Bundesstraße, führte auch nach Nelson Country, also da, wo sie lebte. Allerdings eher in südlicher Richtung. Randy fuhr vor und Alexis schien ihm offensichtlich zu folgen. Und das war das letzte Mal, dass man Alexis sah. Also, was ist passiert und warum ist sie ihm hinterhergefahren? Mussten sie wirklich in die gleiche Richtung oder hatte Randy Alexis etwas angeboten, was er in seinem Wohnwagen hatte? Man weiß es nicht. Ich will ihr auch gar nichts unterstellen. Versteht mich da nicht falsch, aber ganz offensichtlich ist sie ihm zu seinem Wohnwagen gefolgt und auch freiwillig aus ihrem Auto gestiegen. Aber wieso? Diese Frage quält einen. Wieso ist sie da hinterher und wie konnte er sie dazu bewegen? Ihre Mama arbeitete an diesem Tag in der Nachtschicht bei der Postfiliale und lebte getrennt von dem Vater von Alexis. Aber die Oma war da, um für die Kinder da zu sein. Nicht unbedingt aufzupassen, aber für sie da zu sein, dass ein Erwachsener im Haus ist. Sie meldete sich wohl gegen Mitternacht bei Alexis Vater und sagte ihm, dass Alexis nicht nach Hause gekommen sei. Sie sollte sofort die Polizei alarmieren, denn es passte überhaupt nicht zu Alexis, dass sie nicht nach Hause kam. In dieser Kleinstadt, in diesem Dorf, wohnten nur ca. 500 Leute. Jeder kannte jeden und es war eigentlich unmöglich, sich nicht an die Regeln zu halten. Natürlich rief die Familie die Freunde von Alexis an, aber niemand hatte sie gesehen oder wusste, wo sie war. Sie alarmierten also die Polizei und nur zwei Tage später schaltete sich auch das FBI dazu. Sie schalteten eine Suchmeldung nach Alexis, aber auch nach dem Wagen ihres Vaters, mit dem sie ja unterwegs war. Ihre Familie tat das, was man in dieser Situation tun kann und fuhr rastlos in der Gegend herum, um nach Alexis Ausschau zu halten, in der Hoffnung, sie würden sie irgendwo finden. Und auch wenn es das Letzte ist, was man seinem Kind zutraut, man hofft inständig, dass sie vielleicht irgendwo betrunken raustorkelt, von mir aus auch bekotzt, alles scheißegal, nur um ihr dann 2 Monate Hausarrest zu geben, aber man hat denn sein Baby wenigstens wieder zu Hause. In Sicherheit. Die Ermittler sichteten das Videomaterial der Tankstelle und sahen dort auch, dass Randy Alexis die Tür aufhielt. Von den Mitarbeitern der Tankstelle erfuhren die Ermittler, dass Randy sich mit Alexis unterhalten hatte und beide in jeweils ihrem Auto die Tankstelle in die gleiche Richtung verließen. Natürlich wussten sie erstmal nicht, dass es sich bei dem Typen auf den Überwachungsbändern um Randy Allen Tyler hielt, aber der Typ auf dem Überwachungsvideo hatte ein großes Daffy Duck Tattoo am Hals und die örtliche Polizei konnte ihn halt so identifizieren. Außerdem war Randy dafür bekannt, Frauen nachzustarren. Er parkte irgendwo sein Auto und starrte Frauen an. Manchmal traute er sich auch, diese Frauen dann anzusprechen. Aber er war so ein richtiger Creep. Sie befragten Randy das erste Mal am 5. August wegen der Videoüberwachung der Tankstelle. Dieser sagte aber, nee Leute, also ganz ehrlich, ich war an diesem Abend gar nicht an der Tankstelle. Der Zeitstempel von dieser Videoüberwachung muss einfach falsch sein. Er tat es eiskalt ab, obwohl man ja die Videobänder hatte. Am nächsten Tag, am 6. August, fand man das Auto, also ihres Vaters, mit dem Alexis unterwegs war, in Charlottesville auf einem Parkplatz von einem Kino ungefähr 35 Meilen entfernt von ihrem Zuhause oder von dieser Tankstelle auch. Charlottesville liegt aber nun in der nördlichen Richtung, also in der entgegengesetzten Richtung von ihrem Zuhause. Auf den Videoüberwachungsbändern von diesem Kinoparkplatz sieht man, dass das Auto am 4. August, also einen Tag nach dem Verschwinden von Alexis, gegen 22 Uhr dort abgestellt wurde. Das Videoband hatte aber so eine schlechte Qualität, dass man nicht erkennen konnte, wer aus diesem Auto ausgestiegen war. Aber es gab einige Zeugen, die Randy an diesem Abend in Charlottesville in der Nähe von diesem Kinoparkplatz gesehen hatten, der wohl auf der Suche nach einem Taxi war, um wieder nach Hause zu kommen. Zufall? Ich glaube nicht. Er war mit seinem Hals-Tattoo aber auch sehr gut zu identifizieren, also danke dafür, Randy. In dem Auto fand man allerdings keine Beweise oder Hinweise auf jemanden, der für das Verschwinden von Alexis verantwortlich gewesen wäre. Also keine verwertbaren Spuren, keine Fingerabdrücke oder DNA von jemanden außerhalb der Familienmitglieder. Natürlich, derjenige, der das Auto dort abgestellt hat, hätte natürlich Handschuhe tragen können. Einige vermuteten, dass Alexis abgehauen sei, aber sie hatte nichts mitgenommen, was man dafür eigentlich bräuchte. Außerdem liebte sie ihr Leben. Sie war erfolgreich, sie hatte tolle Freunde, sie liebte ihre Follower und war sehr aktiv, besonders auf Twitter. Sie hatte einen Nebenjob in einem Secondhand-Shop, glaube ich, in der Nähe von Charlottesville oder in Charlottesville. Sie hatte einen Plan für ihr Leben und der beinhaltete es nicht,
mittellos durch die Gegend zu streifen. Manche sagten auch, naja, vielleicht war sie einfach überfordert mit dem ganzen Social-Media-Kram und den ganzen Followern, aber sie hatte ja nicht mal 1,5 Stunden vor ihrem Verschwinden einen Tweet gepostet. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie davon überfordert war oder es ihr zu viel wurde. Ja, die Theorie, dass sie abgehauen war, ergab leider nicht so viel Sinn, aber man hofft natürlich immer auf das Beste und in dem Fall wäre es halt das Beste, wenn sie dachte, das überfordert mich, ich hau einfach mal ab und komme 2 Wochen später wieder. Am 7. August bat die Familie in einem sehr emotionalen Aufruf darum, dass bitte alle die Augen offen halten sollen. Und wer irgendetwas weiß, solle sich bitte bei ihnen melden oder von ihnen auch anonym bei der Polizei. Sie wollten einfach nur ihre Tochter zurückhaben. Ihre Mutter stand weinend am Mikrofon und sagte, bitte, wenn Sie irgendwas wissen, bitte lassen Sie es uns wissen. Bitte. Ich hatte mir das Video dazu angeguckt. Das ist herzzerreißend, das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Sie pingten auch ihr Handy an und das wurde in der Nähe von Lovingston, in der Nähe von dieser US 29 angezeigt. Sie fuhren dorthin und fanden ihr zerstörtes Handy. Aber dort sahen sie auch einen Wohnwagen. Einen Wohnwagen, der auf Randy registriert war. Es dauerte zwar ein paar Tage, aber dank des Handys, der Videoaufzeichnung und der Zeugenaussagen bekamen sie einen Durchsuchungsbefehl für Randys Wohnwagen. Randy war auch kein Unbekannter für die Polizei. Er hatte einige Einträge in seinem Vorstrafenregister und wenn das stimmt, was da stand, hatte er Vorstrafen und Verwarnungen für Waffenbesitz, Stalking, aggressiver Angriff, Einbruch, Brandstiftung und er war Verdächtiger in einem anderen vermissten Fall. Er war zu dem Zeitpunkt von Alexis Verschwinden 48 Jahre alt und sammelte diese Vorstrafen und Einträge über die letzten 20 Jahre. Sie hatten ja nun einen Durchsuchungsbefehl für seinen Wohnwagen. Oh, Leute. In dem Wohnwagen von Randy fand man einen Diamantohrring, ein Stück von einem Fingernagel von Alexis und ihre Haare auf seinem Kopfkissen. Unter der Sitzbank fanden sie ein blaues T-Shirt, was blutverschmiert war. Auf der Innenseite fand man dunkle Haarextensions, wohl eine ganze Strähne und falsche Wimpern. Und in der Nähe von seinem Wohnmobil fand man ja auch ihr zerstörtes Handy. Etwas, was sie niemals freiwillig aus der Hand gab. Niemals. Sie ließ es ja noch nicht mal alleine am Strom hängen und hatte sich extra dieses lange Kabel besorgt, damit sie es immer in der Hand haben konnte. Das blaue T-Shirt, was mit Alexis Blut verschmiert war, war übrigens identisch mit dem, welches Randy an dem Tag ihres Verschwindens trug. Das sah man anhand der Überwachungskameras der Tankstelle. Randy sagte zu dem T-Shirt, also dem Beweisstück, dass die Polizei ihm das unterschieben wollte. Da er in einem anderen vermissten Fall schon als Verdächtiger gelten würde, versuchten sie ihm das einfach anzuhängen. Natürlich, und die Polizei hat natürlich auch von jeder Frau genug Blut rumliegen, um damit Beweise zu manipulieren. Oh Mann, Randy ist echt ein Dummkopf. Nachdem sie nun die Beweise gefunden hatten, änderte Randy nun auch seine Geschichte. Zuerst sagte er ja, dass er Alexis nicht kennen würde und der Zeitstempel auf der Videoüberwachung natürlich falsch sei. Jetzt sagte er, und das ist nur etwas, was er sagte, er hätte Alexis zu sich in den Wohnwagen eingeladen, damit sie gemeinsam Gras rauchen könnten. Alexis sei aber nicht alleine bei ihm aufgetaucht, sondern in Begleitung von einem männlichen, schwarzen Freund namens Damien Bradley. Alexis und Damien hätten seinen Wohnwagen gegen 21 Uhr in getrennten Fahrzeugen verlassen. Jetzt fragen wir uns natürlich, wer ist dieser Damien Bradley Brown? Ja, das würde ich auch sehr gerne wissen. Das Einzige, was ich dazu finden konnte, war, dass Damien kurz nachdem Alexis vermisst wurde, den Bundesstaat verlassen hat und er mit Alexis befreundet war. Randy sagte weiter, dass Alexis auf ihn zugekommen wäre. Sie hätte ihn schon öfter Gras rauchen sehen und ein Freund von ihr bräuchte eine neue Bezugsquelle. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist der Name. Ich glaube nicht, dass eine 17-Jährige auf einen fast 50-Jährigen zugeht und sagt, ey Dude, ich habe gesehen, du ballerst dir öfter mal die Birne zu. Ein Kumpel von mir bräuchte da eine neue Bezugsquelle. Das erscheint mir schon ein bisschen komisch. Aber woher kannte Randy Damiens Namen? Hatte er vorher schon Kontakt mit Damien? Wusste er, dass Damien und Alexis befreundet waren? Das ist so das zweite Haar in der Suppe. Das erste ist sie wirklich wegen Gras mit zu ihm in seinen Wohnwagen gegangen? Okay, es stimmt, sie hat gekifft. Ich meine, sie war eine 17-Jährige und
Man sah es auch auf ihren Twitter-Posts. Okay, vielleicht war sie nicht so brav und unschuldig, aber würde sie von einer Kifferin zu einer Dealer-Vermittlerin werden oder sich mit einem fast 50-Jährigen abgeben? Das mit dem Namen wurmt mich echt. Aber Randy hatte auch einen Sohn und der ging auf die gleiche Schule wie Alexis. Die kannten sich dann wahrscheinlich wirklich. Ich meine, es gab in der Gegend ja auch nur so ungefähr 500 Leute und irgendwie wird man sich eh gekannt haben. Also ja, es ist gut möglich, dass sie wegen Pott zu Randy mit in den Wohnwagen gegangen ist. Vielleicht dachte sie auch, hey, ich kenne seinen Sohn aus der Schule, ich habe ihn schon öfter gesehen, ist eine sichere Sache. Und vielleicht wusste Randy durch seinen Sohn, dass Damien mit Alexis befreundet ist. Und vielleicht kannte er selber ja auch Damien und wusste, dass er was mit Gras zu tun hat. Die Ermittler kauften Randy diese Geschichte aber eh nicht ab, da alle Spuren, die sie sicherstellten, darauf hindeuteten, dass es in diesem Wohnwagen zu einem Kampf kam mit Alexis, also zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Das ganze Blut, die Haare, die falschen Wimpern und natürlich das zerstörte Handy. Man befragte auch Damien, aber der hatte für den Abend, also den 3. August, ein wasserfestes Alibi. Am 6. August 2014 wurde gegen Randy Anklage erhoben, aber er blieb bei seiner Unschuldsbehauptung. Alleine die Geschworenenauswahl dauerte 8 Stunden. Man wollte sichergehen, dass keiner von ihnen schon irgendwie vorbelastet in diesem Fall war. Außerdem wurde eine Schweigeverpflichtung ausgesprochen und niemand, der etwas mit diesem Fall zu tun hatte, durfte außerhalb von dem Gerichtssaal oder dem Geschworenenzimmer über diesen Fall sprechen. Am 1. März 2014 begann endlich der Prozess. Und nach den ganzen Vorwürfen und Schuldzuweisungen, also die Beweise gegen Randy, verließ er wutentbrannt den Gerichtssaal. Nur eine Woche später, am 8. März 2014, wurde Randy wegen Entführung, Entführung mit der Absicht zum Mord und natürlich auch für Mord zu 2x lebenslanger Haftstrafe verurteilt. In einem späteren Interview sagte Randy, er habe an diesem Abend Gras geraucht und könnte sich gar nicht daran erinnern, überhaupt mit Alexis gesprochen zu haben. Ja, ich sagte ja, er ist nicht der Hellste. Randy, wenn du dir eine Geschichte aussuchst, dann bleib auch bei deiner Geschichte. Allerdings sagte er noch nach der Urteilsverkündung, es war noch jemand an dieser Tat beteiligt. Wenn ich nur 20 Jahre Haft bekomme, dann verrate ich, wo die Überreste sind. Darauf ließ sich der Richter nicht ein, aber was für ein schönes Schuldeingeständnis. Im Oktober 2014 wurden die Überreste von Hannah Graham geborgen. Die 18-jährige Hannah verschwand im September 2014 nach einer Party. Jesse Matthews bekannte sich für den Mord an der Studentin für schuldig und konnte mit noch anderen vermissten Fällen in Verbindung gebracht werden. Nun forderte Randy im Oktober 2014, dass man die Spuren oder die Beweise aus seinem Wohnwagen mit der DNA von Jesse Matthews vergleichen sollte. Das tat man dann auch tatsächlich und man durchforstete auch die sozialen Medien, um nachzugucken, ob Alexis irgendwann mal Kontakt mit Jesse gehabt hatte. Beides brachte aber keinen Treffer und man konnte Jesse ziemlich schnell als möglichen Täter ausschließen. Randy legte daraufhin Berufung ein. Zum einen fühlte er sich von seinem Anwalt nicht richtig oder nicht gut genug vertreten. Zum anderen sagte er, dass alle so viel Liebe für die Familie Murphy haben. Das finde ich wirklich schön und das freut mich. Aber ich werde hier zu Unrecht verurteilt und auch ungerecht behandelt. Ich wurde vorverurteilt. Und mit der Vorverurteilung wird er wahrscheinlich auch recht haben. Nelson Country und Lovingston sind Kleinstädte, Dörfchen, die nah beieinander liegen. Da wird Klatsch und Tratsch wahrscheinlich auf Hochtouren laufen und jeder weiß, wann welcher Nachbar seine Wäsche wäscht. Aber die Beweise gegen ihn sind nun mal erschlagend. Klar, ihr Körper wurde nicht gefunden, aber sein T-Shirt mit ihrem Blut verschmiert. Ihre Haare auf dem Kopfkissen, eine Strähne und falsche Wimpern in diesem T-Shirt mit dem Blut, ihr zerstörtes Handy. Er hat sich ja noch nicht mal wirklich Mühe gegeben, das zu verstecken oder zu verschleiern. Ich meine, er hat das Auto so weit weg entfernt abgestellt, aber nicht hinbekommen, seinen Wohnwagen auf Beweise und Spuren zu untersuchen und diese zu entsorgen. Und dann noch nach der Urteilsverkündung dieses Feilschen um eine geringere Haftstrafe im Austausch mit der Information zu dem Ablageort ihrer sterblichen Überreste. Wenn das nicht verdächtig ist, dann weiß ich auch nicht. 2016 legte er eine weitere Berufung ein, sogar beim obersten Gerichtshof, aber die wurde auch abgelehnt. Was ganz furchtbar ist, da draußen gibt es Leute, die sagen, ja, er war es nicht, er wurde zu Unrecht verurteilt. Stell dir vor, deine Tochter verlässt das Haus, um zum Friseur zu gehen oder zum Einkaufen
einkaufen und kommt nie wieder. Und dann musst du sowas lesen. Das ist furchtbar. Ich weiß, dass viele zu Unrecht im Gefängnis sitzen und das ist tragisch. Aber hier hat man sehr gute Beweise und vergessen wir nicht dieses Feilschen um eine geringere Haftstrafe. Und es ist ja nicht so, dass Randy hätte sagen können, ja, hinter der Scheune links habe ich sie vergraben. Und dann wäre sie da nicht gewesen. Also, um ein Deal zu bekommen, muss das ja auch erstmal nachgeprüft werden und man wäre erst darauf eingegangen oder der Deal wäre erst umgesetzt worden, hätte man tatsächlich ihre sterblichen Überreste an der Stelle, die Randy gesagt hat, gefunden. Am 3. Dezember 2020 fand man auf einem Privatgrundstück in Lovingston sterbliche Überreste. Lovingston, nur 2 bis 3 Meilen von Alexis Wohnort entfernt. Im Februar 2021 bestätigten die Ermittler gegenüber der Presse, dass es sich bei den Überresten um Alexis handelt. 7,5 Jahre nach ihrem Verschwinden hat man ihren Körper, ihre sterblichen Überreste, endlich gefunden und ihre Familie kann sie nun endlich beerdigen. Ich hoffe sehr, dass man bei der Obduktion, ich hoffe, es wird eine gemacht. Auf jeden Fall, dass man da denn noch Spuren findet, die eindeutig auf Randy als einzigen Täter hinweisen. Das war der Fall von dem Verschwinden, dem Mord und dem Auffinden von Alexis Murphy. Über einen echten Creep, der eine beängstigende Vorstrafenakte hatte und immer noch frei rumlaufen durfte. Aber jetzt zum Glück und hoffentlich für immer im Gefängnis bleiben wird. Ach so, der Typ, mit dem sich Alexis heimlich in Lynchburg treffen wollte, den hat man gefunden und auch befragt und der hatte für diesen Abend auch ein Alibi, also ein solides Alibi. Was nehmen wir aus dieser Geschichte mit? Also wenn du jemanden nur flüchtig kennst, so wie Alexis, vielleicht Randy, dann ist das keine sichere Sache. Denken wir mal an die Toolbox-Killer. Shirley kannte Lawrence, sie hat ihm jeden Tag ungefähr sein Essen serviert. Und was er Shirley angetan hat, das ist nicht sicher. Versucht Menschen in der Öffentlichkeit besser kennenzulernen, vielleicht im Beisein auch von Freunden, die man schon lange kennt. Ich weiß, zurzeit schwierig, aber ich hoffe sehr, dass es auch wieder andere Zeiten geben wird. Passt also gut auf euch und auch auf eure Liebsten auf. Montag feiern wir zusammen, also nicht die Partyhütchen und was zum Anstoßen vergessen. Wäre in echt natürlich schöner, aber das geht zurzeit nicht und wir müssen irgendwie kreativ sein. Vielleicht irgendwann. Na gut, ich hoffe, du hast diesen Fall gut verknust. Pass gut auf dich auf, triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was.